Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Bei Jesus dürfen wir unser Herz ausschütten, und zwar immer. So wie man einen Mülleimer auskippt, alles, was dir Kummer und Sorge macht, darfst du bei ihm ausschütten. Ohne Angst dürfen wir vor ihm bekennen, was wir falsch gemacht haben, und erhalten Frieden und Vergebung. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute zu dem Thema Vertrauen in Gott. Und wenn wir für dich beten sollen, lass uns dein Anliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Vertrauen in Gott. Kann ich Gott vertrauen in einer Zeit, wo so viel schief geht? Kann man da noch Gott vertrauen? Hat Gott wirklich noch alles irgendwo im Griff? Wir kennen aus der Bibel den Thomas. Der konnte auch nicht vertrauen. Er sagt, Herr, wenn ich nicht meine Hand in deine Wunde lege, dann kann ich nicht glauben. Ich glaube, wir sind manchmal auch so drauf, wenn wir es nicht richtig sehen, dann können wir nicht vertrauen. Aber Vertrauen ist oftmals auch wirklich zu glauben, ohne dass man schon was sieht. Und das ist wunderbar, dass man der Bibel sehen darf. Ja, Jesus war nicht irgendwo traurig oder zornig, dass Thomas nicht so das Vertrauen hatte, sondern er hat ihm seine Wunde gezeigt. Und das ist dann so ein Moment, wenn wir überführt werden, dass wir doch in Gott vertrauen können. Und es steht nirgends, dass es keinen Sturm gibt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber es steht dort, dass wenn wir im Sturm sind, heißt es in der Bibel, und wir vertrauen darauf, wenn wir im Sturm sind, dass wir nicht sinken, weil Gott mit uns ist. Und ich sage dir auch, vertraue in all deinen Situationen, vertraue auf Gott. Vertraue auf Gott. Lebe ein ehrliches Leben mit Gott und mit Freude. Vertraue Gott und er steht dir zur Seite. Du wirst nicht sinken. Danke, Herr, dass wir diese Zusage von dir haben, aus deinem Wort, Herr. Herr, dass wir wirklich nicht im Sturm irgendwo versinken und die Wellen uns irgendwo kaputt machen. Herr, wir werden manchmal nass, wir bekommen Spritzer ab und tauchen auch manchmal vielleicht einen Moment unter. Aber Herr, ich danke dir dafür. Du hast einen Weg. Du ziehst uns raus. Du streckst uns deine Hand entgegen und wir dürfen wirklich mit dir unterwegs sein. Danke. Amen. Amen. Eine Großmutter bittet für ihr Enkelkind um Gebet. Mein Enkelkind ist jetzt 3 Jahre alt und hat immer noch einen hartnäckigen Husten. Seit 6 Wochen. Bitte beten Sie mit, dass der Husten weggeht und das Kind wieder ganz gesund wird. Das Kind liegt mir wirklich sehr am Herzen. Vielen lieben Dank. Ja, und das glaube ich auch. Und dafür beten wir gerne. Jesus, wir danken dir, dass du dieses Enkelkind kennst und dass du deine Hand jetzt ausstreckst nach diesem Kind. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom jetzt durch diese Lunge fließt und dass diese Lunge wieder vollständig gesund ist. Danke, Jesus, dass sich dieser Husten in nichts auflöst. Danke, Jesus, dass er entmachtet ist und dass du wirklich dieses Kind ganz heilst und alles wegnimmst, was nicht von dir ist. Danke, Jesus, für vollkommene Wiederherstellung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen von verzweifelten Eltern. Liebe Geschwister im Herrn, ich möchte Sie herzlich bitten, für das Baby meiner Freundin zu beten. Sie ist 2 Wochen alt. Nach einem Verwandtenbesuch ging es der Kleinen plötzlich schlecht. Sie hatte Erkältungssymptome und heute stellt es sich heraus, dass das Baby Corona-positiv getestet wurde. Die jungen Eltern sind verzweifelt und besonders die Mami fühlt sich von Gott bzw. Jesus verlassen. Bitte beten Sie auch, dass ich Weisheit und die richtigen Worte für Sie finde und weitergebe. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gebete.
Und Jesus, du kennst auch dieses Baby, das diese Symptome hat und auch Corona-positiv ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Heilende bist, auch für dieses Baby. Ich danke dir, dass die Eltern wirklich ein Wunder erleben dürfen, dass du dieses Kind berührst und dass wirklich alles verschwindet, was nicht von dir ist. Danke, Jesus, dass du auch diesen Eltern beistehst, dass sie wirklich dich erleben und auch dich erfahren. Danke, dass du auch dieser Frau Weisheit schenkst, die richtigen Worte zu finden für die Eltern und dass da wirklich dein Friede hineinkommt und deine Heilungskraft mächtig ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Die Infos sind eingeblendet. Gott ist auch ein Gott der Versorgung, so wie es diese Frau braucht, sie schreibt. Bitte beten Sie für mich um ein Wunder. Ich brauche dringend eine neue Unterkunft und eine neue Arbeitsstelle mit leichter Büroarbeit. Ich bitte um Erlösung meiner jetzigen Situation. Vielen lieben Dank fürs Beten. Ja, Herr. Du siehst jetzt diese Person und du siehst, Herr, dass sie eine Unterkunft braucht, eine Arbeitsstelle und Herr, die Art der Arbeit und was auch immer. Und Herr, begegne du dieser Person in wunderbarer Weise. Herr, lass sie erkennen, was ihre Sache ist zu tun. Und Herr, danke, Herr, dass du das Deine tust. Herr, dass du das Richtige für sie bereithältst und dass sie es erkennen darf, dass sie es tun darf. Und Herr, schenke ihr auch den Mut für Entscheidungen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Per WhatsApp erhielten wir folgendes Gebetsanliegen von einer Mutter. Bitte betet für meine Kinder, mein Sohn und seine Frau. Sie haben zurzeit eine sehr große Beziehungskrise, so dass es aussieht, als ob es das Ende der Beziehung wäre. Sie sind circa 5 Jahre zusammen und haben eine 4-jährige Tochter. Ich bete zu Gott, dass die beiden endlich wieder zusammenfinden. Danke für Ihre Gebete und ich bin sicher, dass Gott diese Kraft hat, den beiden zu helfen. Ja, da bin ich auch sicher, dass Gott die Kraft hat zu helfen. Und ist natürlich auch so, man muss es auch annehmen und umsetzen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt diesem Ehepaar ganz nahe bist. Herr, schenke ihnen auch Kraft, gegenseitig zu vergeben. Herr, danke, Herr, dass wir in deinem Namen, Jesu, auch jede Mauern, die sich da aufgebaut haben auf beiden Seiten, Herr, dass wir sie niederreißen in Jesu Namen und dass sie wieder zueinander finden, Herr, dass die Liebe wieder richtig stark wird und Herr, danke, Herr, dass du wirklich, Herr, die zwei zu Demut bringst, dass sie wirklich einander vergeben können. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du dieses Wunder tust. Amen. Amen. Große Freude ist es immer, die Gebetserhörungen zu hören. Und eine Frau erzählt, wie sie ihren Ehemann bekommen hat. Vor 3 Jahren habe ich meine wunderbare Gebetserhörung erlebt. Daniel hat damals in einer Gebetsnacht gesagt, dass jemand bald einen Ehepartner bekommt. Das hat sich genau so erfüllt. Wir haben bald geheiratet, was mir auch von euch in Hannover zugesagt wurde. Wir mussten uns am Anfang aneinander gewöhnen, aber jetzt läuft es in unserer Ehe. Es ist etwas ganz Großes, dies noch mit 66 Jahren zu erleben. Danke, Jesus und euch. Ja, wie glücklich können diese Menschen sein. Und eine Frau aus der Schweiz berichtet uns, wie eine Ehe durch Gebet gerettet wurde. Vor einer Woche bat ich für eine Ehe zu beten. Das Paar hatte sich nach 41 Ehejahren getrennt. Beide konnten nicht mehr miteinander kommunizieren, wohnten getrennt und hatten bereits Anwälte betraut. Dieses Wochenende verbrachten sie zusammen, sind neu verliebt und bereit, in eine Eheberatung zu gehen. Sie besuchten mich heute überaus glücklich. Unser Herr ist großartig, seid reich gesegnet. Ja, Gott ist wirklich großartig. Und Gott antwortet prompt.
Am Montag voriger Woche schickte ich eine Gebetskarte los. Am Dienstag war die Antwort schon da. Jesaja 65, 24. Ja, es wird so sein. Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch sprechen, höre ich auf sie. Und ich habe eine Sorge weniger. Vielen Dank, Jesus, und euch für eure Gebete. Ja, und sie schreibt nicht genau, um was es ging, aber noch ehe sie rufen, wird er antworten. Das hat sie erlebt. Eine Heilung von unserem Gottesdienst, als wir in Hamburg waren. Herzlichen Dank, dass ihr in Hamburg wart. Beeindruckend war es, als Daniel Müller den Impuls bekam, dass jemand Hüftbeschwerden hat. Erstaunlich, wie Gott durch Menschen wirkt. Ich bin seitdem beschwerdefrei. Dank sei unserem Herrn Jesus. Gott erweist sich immer wieder in seiner Kraft. Ja, das ist wunderbar. Gott erweist sich in seiner Kraft. Hast auch du seine Kraft schon verspürt? Hast auch du schon ein Wunder erlebt? Vielleicht ein kleines Wunder? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Wir würden es gerne vorlesen. Ja, heute möchte ich dich fragen, in was vertraust du heute? Vertraust du wirklich Jesus? Wir sind oftmals so drauf, dass wir alles Mögliche tun und das ausprobieren, jenes ausprobieren. Die Werbung gibt uns viel vor, tu das, tu jenes und wenn du, dann ganz tolle Sachen. Aber mal ganz ehrlich, vertraust du Jesus? Nimm dir mal ein bisschen Zeit und überlegst dir und bete und werde mit dir selbst klar, ja, ich vertraue meinem Herrn. Wir beten gerne für dich, wenn du uns dein Anliegen mitteilst und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, es ist zwar Winter, aber wir haben schon was wieder für den Sommer und für den Frühling. Unser neues Prospekt für Israel ist da. Wenn du das noch nicht hast, kannst du das gerne kostenlos natürlich bestellen. Wir haben im Mai die Oasentage und im September die Rundreise. Und es gibt nichts Schöneres, wie im kalten, schnuddeligen Winter schöne Bilder zu sehen, wie es im Sommer in Israel sein kann. Also bestell es einfach. Wir verabschieden uns nun von dir und wünschen dir Gottes reichen Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.